Ich denke, du weißt, auf was das hinauslaufen wird, ne? Leider ja, und ja, wir müssen flüchten. Was ist er denn jetzt hier schon wieder? Warum? Warum? Wieso kommt er denn jetzt immer? Ja. Ist das der Safe Room oder was ist hier los? Jedes Mal, wenn du reinrennst, ist der dann weg oder was? Was? Oh, 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 krass! Oh, was ist denn? Oh, da war eine Hand! Oh! Oh nein! Und er kriegt nicht unter dein Bett! Nein, nein! Wie, da war eine Hand? Da war eine Hand? Da war eine Hand! Oh! Ich seh nichts. Ich seh auch nichts. Ist einfach nur dunkel. Oh Gott! Oh Gott! Dann passiert doch irgendeine Scheiße! Oh! Was? Was war das? Okay. Was war denn das jetzt gerade? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ich auch nicht. Hier hat so eine Hand rausgekickt und die, wupp, war die für immer weg. Oh Gott. Ja. Wieso ist denn das jetzt offen? Ja, weil wir vorhin doch hochgegangen sind. Ja, ja, nee, der war sonst immer sofort immer zu, sobald wir irgendwie einen anderen Raum aufgesucht haben. Der Dachboden ist immer... war immer zu. Das hat mich ja damals so abgefuckt, weil du ständig das Ding wieder runterziehen musstest. Deswegen. Also klar, wir waren von oben, ne? Aber, schau mal. Ja, jetzt wäre die nächste Überlegung. Also wir haben ja jetzt einen Teil der Maske haben wir ja gefunden, aber noch nicht alles, gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch fehlt, ehrlich gesagt. Dann check it out. Also entweder zwei oder drei Teile noch. Ja. Jetzt ist die große Frage, müssen wir uns nochmal erschießen? Ich hatte es auch schon gerade auf den Lippen. Vielleicht sollten wir uns vielleicht nochmal etwas durch den Kopf gehen lassen. Und zwar Magnum-Munition. Bye. So, Lou Bega mit seinem neuen Sommerhit Headshot Number 5. So Leute, wir haben jetzt die sechste Kugel im Lauf und den Ballermann an der Birne. Unsere Theorie war jetzt halt, du benutzt diesen Revolver sechsmal, ich nenne es jetzt mal so irgendwie, um in dem Raum eventuell ein weiteres Maskenstück zu finden. Jetzt gilt es. Okay, hier ist schon mal auf jeden Fall erstmal kein Maskenteil zu sehen. Oder wir müssen halt wirklich runter in den Keller zu dem Revolver, der jetzt nur leer ist. Um vielleicht da ein Maskenteil zu finden. Das ist halt wirklich gerade so ein bisschen in Klammern an Strohhalm. Also sie machen es uns jetzt hier auch nicht gerade einfach, die Entwickler. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen so intuitiv meine Schwierigkeiten... irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, jetzt den Progress voranzutreiben in dem Spiel. Außer, also, ne? Mir bleibt jetzt, oder wir, uns blieb jetzt nur die Möglichkeit, jetzt halt wirklich mal die Schlonze leer zu ballern irgendwie. Und das Beste zu hoffen. So. Normalerweise müsste jetzt eigentlich keine Kugel mehr im Lauf sein. Das heißt, wenn wir runterkommen, ist entweder der Revolver leer, weg, oder etwas liegt neben dem Revolver. Und es liegt nur der Revolver da, was schon echt Scheiße ist. So, okay. Was? Meine, das Ding ist jetzt leer. Pistole an den Kopf halten. Okay, na, was soll das jetzt? Abzug drücken. Was soll jetzt, also jetzt, ne? Oh. Okay.
Phil? In einem Brunnen? Also, ich würde jetzt sagen, es ist jetzt ein Brunnen, oder? Ja. Was? Ich verstehe es gerade nicht. Ernsthaft? Bitte? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber das Spiel ist vorbei. What? Und wir haben nicht alle Sachen gefunden. Ich verstehe nicht. Tatsächlich, ich verstehe nicht. Es hat, vielleicht ist es the bad ending. Ne? Kann ja auch sein. Wenn es mehrere Enden gibt, ja, dann vielleicht gibt es ja auch noch, ja, muss ja irgendwie, also es muss ja andere Möglichkeiten noch geben. Diese Maske ist noch nicht vollständig. Und wenn diese Maske noch nicht vollständig ist, haben wir auch noch irgendetwas nicht beendet in diesem Spiel irgendwie. Das ist halt... Wir haben ja auch noch nicht alle Videokassetten. Auch das auch noch. Also bei den Videokassetten, da, okay, da drücke ich vielleicht dann auch zu und sage, naja, das ist halt wie bei den Matroschkas. Das hat halt einfach so ein ja, salopp gesagt, was wie so einfach so Collectibles sind. Genau wie die Comic-Seiten. Die hängt aber schön schief hier. Alter. Schau mal. Schön. Bam, rausgerubbt. Das sind zum Beispiel hier. What? What? Was? Okay. Warum? Okay. Was ist das? Okay. Benny? Ja. Naja, das passiert, wenn man halt den scheiß fucking Teufel an die Wand malt. Was ist denn das jetzt hier? Ja, Exit. Da ist ein Hämmerchen und da musst du wahrscheinlich durchhämmern. Ja, ich mit beiden hinten greifen. Müsste mit beiden hier machen. Hammer smash face! Na, ja, hier kann man gar nichts machen, wa? Nö. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ah! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne, Alter! Oh ne! Oh ne! Was ist das? Ich hab doch noch einen. Mach's da rein! Mach doch das Ding da rein, Junge! Muss ich jetzt den Hammer wegwerfen oder was? Das darf doch wohl nicht wahr sein, Alter. Was ist denn? Wo kommen wir denn hier hin? Ah, das ist ja fies. Oh, das ist ja immerhin. Ohne Hammer. Geil, oder? Doch, mit. Okay. Ja. Oh. Die geht kaputt, oder? Die geht kaputt, wa? Ja. Hä? Hä? Kinderzimmer? Das ist bei dem Sohn im Zimmer. Oh, ist doch bei Lucy im Zimmer, oder? Friendship? Das ist doch das Radio. Dieser. Present. Smile. Money. Fight. Warte mal, kurz hier, bevor ausrastet. Was zeugt denn da drin? Kann ich da irgendwas machen? Vielleicht kannst du ja auf das Gitter hauen mit dem Hammer, um dann das Radio auszumachen. Angel. Blue. Tree. Nee. Cuddles. Decapitation. Was labert er da auch? Ja, das ist so, das ist halt wie so ein brainwashed Broadcast irgendwie, halt so einfach Schlagworte, die halt dir
quasi eingeimpft worden sind, irgendwie, bei dem du da halt irgendwie aktiviert wirst. Oh. Oh, okay. Du hast ja doch was mit dem Hammer erreicht. War in die falsche Richtung, nicht aber... Wirklich, wa, oder? Ach nee, gib mal, wir müssen quasi wahrscheinlich die anderen Dinger durchkloppen, damit das aufhält. Ja, da war ja auch gar nicht der andere Typ irgendwie hier in der Ecke. Oh, hör auf, echt, meinst du, der kommt jetzt hier? Ja, keine Ahnung, der ist ja gerade gespawnt. Oder nicht, oder doch? Der kommt doch nicht jetzt, Alter. So, willkommen bei Kalles Abrissfirma. A dream come true. Das ist jetzt ein Bild oder was? Oder wie? Oder? Ja, so ein Spiegel, Fernseher? Ne? Ja, entweder ist das jetzt von Rakan oder. Irgendetwas von. Dolores vielleicht. Hm. Ah. Okay. Oh, schön gammelig, Alter. Schön gammelig. Oh, und der rastet immer so schnell aus, ey. Tabletten hast du keine mehr, ne? Doch, hab ich, aber... So, kannst du ja nicht nehmen wegen dem Hammer. Jetzt den Hammer nicht mehr? Hammer ist weg. Okay. Ja, Hammer ist kaputt hier. Ja, weil so ein Hammer auch einfach kaputt geht. Aber das ist ein Teil der Maske. Guck mal. Okay, cool. Aha. Also auch mit dem in den Kopf hier Baller, damit haben wir jetzt auch keinen Maskenteil bekommen oder so, ne? Nee. Huh. Also uns. Huh. Ja. Okay, krass. So, okay, dann gehen wir doch kurz mal hoch und checken mal kurz ab, wie viel... Guck mal, das ist auch weg. Oh Mann. Das ist schon echt gruselig. Wie viele Teile der Maske fehlen uns jetzt noch? Zwei Teile, ich habe keine Ahnung, wo, wie. Zwei Teile der Maske fehlen. Wie finden wir die? Wo finden wir die?